Moin Moin und hallo zu Game 2. Die Themen: Destiny 2 Forsaken, richtig gut oder nicht so gut? Immortal Unchained, Dark Souls Klon oder geiler Dark Souls Klon? Transparent, revolutionäres FMVR-Spiel oder Schmiel? Außerdem erklären wir euch heute endlich, warum Trant Trant heißt. Heißt er nicht Carsten? Als Demon's Souls anno 2009 erschien, hat das erstmal gar keinen interessiert. Zu hässlich, zu hardcore, ein echter Exot eben. Ja, heute ist das natürlich anders. Mann, es gibt sogar ein eigenes Souls-Genre. Und alles, was mit Schwertkampf und Ausdauerleistung zu tun hat, wird da so reingepropft. Ironischerweise auch sowas wie Immortal Unchained. Und das Ding hat Laserwaffen. Ja, Laserwaffen. Ganz eigenständig. Immortal Unchained. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke bei so einem Namen erstmal an Handyspiele. Um genau zu sein, an diesen Free-to-Play-MMO-Durchfall aus China und Korea, der mir in Form von billiger Werbung jedes zweite YouTube-Video versaut. Mann, wer spielt sowas überhaupt? Alle. Ach so, stimmt ja. Aber nein, Immortal Unchained ist etwas ganz anderes. Es kommt nicht aus Fernost, sondern aus Schweden. Es ist nicht super bunt, sondern super farbarm. Und es ist kein MMO, sondern ein Souls-like. Ja, Souls-like, ich hab's gesagt, dieses schlimme Wort. Aber wenn man Souls-like sagt, dann weiß halt jeder, was gemeint ist. Nämlich Spiele, die sich an Dark Souls orientieren. Oder eigentlich muss man ja sagen Demon's Souls, schließlich war das zuerst da, aber ich sage jetzt trotzdem immer Dark Souls, weil das kennt jeder. Naja, jedenfalls orientiert sich Immortal Unchained so krass an Dark Souls, dass es fast schon unverschämt ist. Doch bevor ich ins Detail gehe, ziehen wir uns nochmal kurz die Story rein. Keine Angst, die ist ziemlich flach, geht also schnell. Na, da bin ich ja mal gespannt. Irgendwo, irgendwann gibt's eine Prophezeiung, laut der die Sonne erkalten wird und die Untoten aus dem Boden kommen. Und würde man nichts gegen die Untoten machen, dann würde ein Krieg kommen mit schlimmen Monstern, die die neuen Planeten verwüsten würden. Tatsächlich ist der Tag der Prophezeiung genau jetzt. Und darum geht dieser alte Mann hier in den Keller, um einen krassen Krieger freizulassen. Der soll mit den Untoten aufräumen. Aber dieser Krieger ist kein normaler Mensch, sondern eine lebende, unsterbliche Waffe. Er ist der Immortal Unchained. Und weil mir das Spiel keine andere Möglichkeit lässt, als ihn wie eine billige Actionfigur aussehen zu lassen, habe ich den Muskelpeter genannt. Ja, fein, Muskelpeter, schrei erstmal ordentlich. So, und jetzt schauen wir uns mal genauer die wichtigsten Aspekte an, die Immortal Unchained von Dark Souls kopiert. Eine finstere, trostlose und feindselige Welt, in der man sich allein und verlassen vorkommt. Check. Wenige, aber starke Gegner, die man niemals unterschätzen sollte, weil die krass wehtun. Check. Ein stark begrenzter Vorrat an Heilmitteln. Check. Eine Ausdauerleiste, die beim Ausweichen oder Schlagen abnimmt. Check. Umgebungsgefahren wie Fallen oder Abgründe. Check. Ein vertrackter Levelaufbau, der euch zunächst gefährliche Umwege gehen lässt. Check. Bis ihr Abkürzungen freischaltet, die euch die gefährlichen Umwege ersparen. Check. Ruhestätten, an denen ihr euren Spielstand speichert, eure Heilmittel auffüllt und euren Charakter auflevelt. Check. Und zu guter Letzt hat ein Bildschirmtod zur Folge, dass ihr das Zeug, das ihr zum Aufleveln benötigt, am Unglücksort liegen lasst. Bei Dark Souls sind das Seelen, bei Immortal Unchained sind es Bits. Check. Schon krass, oder? Man könnte echt fast von einer Kopie sprechen. Doch ein Spiel, das kopiert hat oder, um es mal nett auszudrücken, sich hat inspirieren lassen, hat meistens auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und bei Immortal Unchained ist das Ballern, 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 der wird aber ballern. Genau, in Immortal Unchained wird hauptsächlich geballert. Und dadurch kommt auch noch eine Prise Gears of War mit rein. Ihr schaut euren Charakter über die Schulter und könnt entweder manuell zielen oder euer Fadenkreuz per Lock-on-Funktion auf dem Gegner fixieren. Letzteres ist übrigens sinnvoller, weil das manuelle Zielen echt fummelig ist. Und wenn die Gegner zurückballern, weicht ihr schnell mit einem Hopser oder mit einer Rolle aus. Funktioniert aber auch nur, weil die feindlichen Projektile extra langsam fliegen. So langsam, dass man einigen fast davonrennen kann. Mann, wenn Kugeln aus Schusswaffen in diesem Universum schon so lahm sind, dann wüsste ich gerne mal, wie lahm da andere Sachen fliegen. Ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Immortal Unchained ist nicht gut. Man sieht's schon an der Grafik. Die Umgebung schwankt zwischen superöde, normalöde und halböde. Hin und wieder schafft's der Zeiger auch mal auf okay. Schuld daran sind eine platte Beleuchtung, matschige Texturen und ein Mangel an schmückenden Details.
Am nervigsten sind jedoch die halbgaren Animationen des Muskelpeters. Laufen geht noch, aber die Übergänge zwischen den verschiedenen Bewegungsabläufen sind total ungeschmeidig und dadurch büßt der Muskelpeter ziemlich viel Coolness ein. Guckt mal, wie der haut. Also nee, das ist einfach nicht cool. Nein! Diese Dummköpfe. Und dann ist da noch die träge Steuerung. Ja, auch ein Dark Souls spielt sich in der Regel etwas träge. Aber Muskelpeter reagiert so lahm auf meine Eingaben, dass er selbst Angriffen, die sich ewig vorankündigen, nicht rechtzeitig ausweicht. Und dass das manuelle Zielen, zumindest mit dem Controller, ziemlich schwammig ist, habe ich schon gesagt. Naja, braucht man auch nicht zwingend. Am besten nutzt man eh die Lock-on-Funktion, rollt in den Rücken der Gegner und ballert auf ihren grell leuchtenden Schwachpunkt. Und apropos Gegner, die sind auch kein Highlight. Zum einen haben sie gern mal Probleme mit der Wegfindung und bleiben dumm irgendwo hängen. Und zum anderen sind sie auch optisch irgendwie plump designt. Skelettroboter und Techno-Zombies mit Leuchtkram. Also, dazu fällt mir wieder nur der Actionfigurenvergleich ein. Unter all den Spielen, die der Souls-Reihe angehören oder die sich von der Reihe haben inspirieren lassen, ist Immortal Unchained definitiv das hässliche Endlein. Es kopiert dreist und das noch nicht mal sonderlich gut. Und doch, ich wag's kaum zu sagen, hab ich Gefallen dran gefunden. Wie passt das denn jetzt zusammen? Hab ich nicht gerade am laufenden Band rumgemotzt? Ja, hab ich. Und da stehe ich auch zu. Und trotzdem entzündete sich, während ich spielte, in meinem schwarzen, hassenden Herzen ein zartes Flämmchen der Begeisterung. Ich hab das nicht forciert, es passierte einfach. Los ging's mit der Gewöhnung an die blöde Steuerung. Irgendwann wusste ich halt, wann ich den Knopf drücken muss, um Angriffen auszuweichen, und dann ging das auch. In unbekannten Gebieten arbeitete ich mich nur langsam vor, angespannt und wachsam, immer bereit, auf Unerwartetes zu reagieren. Was oft klappte, oft aber auch nicht. Naja, ist halt wie Dark Souls. Doch wie bei einem Dark Souls ist der zweite Anlauf nach einem Tod deutlich einfacher. Ich habe schließlich neue Kenntnisse über das Level. Und Gegner, die mich zuvor fast niedergemäht haben, mähe ich jetzt nieder. Ah da, ein rettender Obelisk. Gleich mal aufleveln. Und weiter geht's. Aber wo geht's lang? Immer vorsichtig sein, das ist das A und O. Oh, eine Kiste. Her mit dem Kram. Ah, da geht's weiter. Wer hätte das gedacht? Und hier eine Abkürzung. Cool, jetzt muss ich den anderen schlimmen Weg nicht mehr nehmen. Oh shit, ich bin in die Arena vom Boss gelatscht. Welche Tricks hat er wohl auf Lager? Aha, solche Tricks. Aber ich bin gut. Ich muss mich nur konzentrieren. Ich kann das schaffen. Nein, kann ich nicht. Kurzum, der Dark Souls-Mechanismus hat gegriffen. Und das, obwohl Immortal Unchained nicht geil ist. Aber ich muss zugeben, dass die elementarsten Bestandteile des Originals gut genug abgekupfert wurden, um in der Summe ein funktionierendes Spiel zu ergeben. Der Levelaufbau ist interessant, das Erforschen macht Spaß und die Balance zwischen Herausforderungen und Belohnung stimmt auch. Ja, und jetzt? Kann man das also kaufen, wenn man ein Souls-like sucht? Ah, schlimmes Wort. Gollum. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Zumindest nicht zum Vollpreis. Aber wenn ihr echt schon alles in diesem Sektor ausprobiert habt und immer noch nicht genug habt, wenn ihr über deutliche Schwächen hinwegsehen könnt und wenn ihr das Spiel mal zu einem ziemlich günstigen Preis seht, oder noch besser, wenn es euch einfach auf den Kopf fällt, dann guckt euch Immortal Unchained mal an. Immortal Unchained. Sieht wie dieser MMO-Durchfall aus China. Transference bietet euch gleich drei Dinge, die mittlerweile out sind. Filmsequenzen in Videospielen, Virtual Reality und Elijah Wood. Hat sie nicht gekümmert. Haben sie trotzdem gemacht. Die haben es wirklich gemacht. Ne? Aber einfach alles, all diese Dinge zusammengequatscht. Ja. Moin. Hattet ihr schon mal das Gefühl, die ganze Realität ist nur ein Konstrukt? Eine künstliche Scheinwelt, in der ihr gefangen seid? Ist ein Gedanke, der in filmischen Dystopien wie Matrix oder Strange Days aufgegriffen wurde. Hast du dich schon mal eingeklinkt? Warst du schon mal auf dem Wire-Trip? Tja, und gruseliger geht's doch eigentlich nicht, oder? Nein. Doch, das geht. Was, wenn es nicht die Welt wäre, die künstlich ist, sondern euer eigener Verstand, mit dem ihr die Welt erblickt? Genau damit spielt nämlich Transference. Und ja, wenn man da gedanklich zu lange drauf rumkaut, kann man richtig bekloppt werden. Im Schnee bedeckt mit der Blitzerlänge. Aber von vorne. Zu Beginn treffen wir auf Raymond, ein nervöser Typ, dessen Forschertrieb krass aus dem Ruder gelaufen ist. Irgendwie hat er es geschafft, den Verstand von drei Menschen in eine virtuelle Welt hochzuladen. Und genau dieses Mindfuck-Level darf der Spieler nun betreten. Gratulation. Schnell merkt man, dass es sich bei den drei virtualisierten Hirnen um den Wissenschaftler selbst, dessen Frau und Kind handelt.
Und deren in VR verschmolzenes Oberstübchen ist ein ziemlich finsterer Saustall. Überall Glitches, schwarz wuchernde Erinnerungslücken, die ihr als Spieler füllen müsst, und nicht zuletzt ein boshaftes Klötzchenmonster, das einem immer wieder abrupt entgegenzuckelt. Drückt man in dieser virtuellen Welt einen Lichtschalter, dann wechselt man zwischen den Perspektiven der drei Familienmitglieder. Ein erzählerischer und spielerischer Kunstgriff, der die verschiedenen Schattenseiten der Wissenschaftsmedaille erst sichtbar macht. Nach und nach wird klar, dass Papa Raymond das Familienglück mächtig an die Wand gefahren hat. Psycho Dad! Psycho Dad! Das Gameplay von Transference ist komplett an diese Lichtschalter gekoppelt. Man löst Rätsel, bei denen man Elemente aus den drei Personenebenen miteinander kombiniert. Beispielsweise ein Radio, das man in zwei Ebenen auf dieselbe Frequenz einstellen muss. Oder einen Türklopfer, den man in die andere Ebene mitnimmt. Und die Rätsel sind teils echt hart. Manchmal hing ich bei der Lösungssuche eine verfluchte Ewigkeit in einem Raum fest. Umgeben von wahnsinnigen Kinderstimmen und schrägen Klaviertönen, sodass ich echt dachte, Mann, ich reiß mir gleich die Haare einzeln aus. Aber das kann man einem Psychospiel ja auch positiv auslegen. Ich fand den Schlüssel. Er war direkt vor uns die ganze Zeit. Es mangelte uns nur am Willen, ihn zu sehen. Und mehr will ich dann auch nicht spoilern, denn Transference ist eher wie ein kurzer Kinobesuch. Und gerade durch die komprimierte Dramaturgie und die sinnigen Spielelemente wird in den circa 2 Spielstunden mächtig Stimmung angerührt. Egal ob Erinnerungsfundstücke, Tonaufzeichnungen oder die vielen Videoschnipsel. Apropos Videoschnipsel. Bei FMVs in Videospielen bimmeln bei mir ja eigentlich sofort die Fremdschamglocken. Aber ich kann euch beruhigen. Bei Transference sind Schauspieler und Dialoge auf richtig geil und peinlichem Niveau. Sie sind sogar essentiell für den Versuch des Spiels, die Emotionen echter Menschen zu simulieren. Und auch der Fokus auf VR passt perfekt, wenn auch nicht ganz reibungslos. Zuerst habe ich mit PSVR-Brille und Gamepad gespielt. Das war krass, aber mir wurde übel. Dann habe ich zu Oculus mit Motion-Controllern gewechselt. Das war noch krasser, aber mir wurde kotzübel. Und dann habe ich es ohne VR gespielt. Da war die Übelkeit weg, aber die ganze Krassheit irgendwie auch. Daher meine Empfehlung, spielt das Ding etappenweise in VR durch und stellt euch einen Eimer daneben. Okay, vielleicht habe ich auch nur einen empfindlichen Magen. In jedem Fall hat mich Transference verblüfft und zum Nachdenken gebracht. Ich kann es empfehlen, ist was Besonderes. Nur eine Sache stört mich. Wie zum Teufel soll das funktionieren? Gehirne von 3 Personen mit moderner VR-Verschmelzetechnik in einem virtuellen Raum zu verschmelzen? Das geht ja gar nicht. Genau, das geht ja gar nicht. Und das werden wir euch nun in einem komplexen Experiment beweisen. Colin, bist du bereit, mit uns zu verschmelzen? Ja klar, denn du weißt ja, allein sag ich nicht nein. Zu zweien ist doppelt fein, doch zu dritt, da wird's ein Hit. So. Ja, warum singst du eigentlich immer? Ja, lass mich halt. Seit meiner traumatischen Kindheit hat mir das Singen über so manche schwere Zeit geholfen. Ja, klingt aber scheiße. Oh. Mann, Micha, warum bist du eigentlich immer so gefühlskalt, Mensch? Ja. Früher war ich voller Leidenschaft. Aber das ist eine andere Geschichte, Carsten. Ich heiße Trant. Zumindest bei dieser Sache vor 14 Jahren. Nee, Carsten. Nein, Trant! Error, Fehlfunktion. Transferiere geheime Erinnerungen in den virtuellen Cyberspace. Oh Gott, Rekon, du musst das Kabel durchbeißen. Und bitte! Hat mein Herz je geliebt? Nein! Denn wahre Schönheit sah ich erst bei Nacht. Stopp! Das war ja gar nichts. Und er will Schauspieler sein. Oh! Dann lass er doch bitte mal diesen ganzen prätentiösen Kitsch weg. Weg! Ja, gut. Bitte! War ich schon mal verliebt? Nee, erst seit eben. Ja, schon besser. Aber ich höre immer noch dieses lächerliche Drama. Lächerliches Drama. Weg! Oh, wie das kribbelt. Die alte war geil. Ja, das ist unglaublich. Das ist Talent, komm mal her. Das ist Talent. Ja, und noch
Noch ein bisschen weniger. Mhm. Weniger. Ja. Die Welt ist im Wandel. Ich spür's im Wasser. Ja! Ja, und noch! Noch weniger. Das ist der Weg. Weniger. Napalm am Morgen, das riecht aber gut. Das ist es. Ist das nicht ein Talent? Ist das nicht noch weniger? Du kannst noch weniger. Noch weniger. Die Tiefe will jetzt telefonieren. Ja! Unglaublich. Unglaublich. Dann soll es ab jetzt so sein. Miteinander verschmolzen. Oh Gott. Sie sind miteinander verschmolzen. Und damit ein herzliches Howdy zu den News. Ende Oktober geht's mit Red Dead Redemption 2 wieder ab in die Prärie und einen Monat später dann auch online. Ähnlich wie bei GTA 5 wird auch im Cowboy-Epos der Multiplayer-Part als eigenständiges Spiel allen Besitzern von Red Dead Redemption 2 ohne Mehrkosten zur Verfügung gestellt. Los geht's im November, dann allerdings erstmal als öffentliche Beta. Denn Rockstar geht bei einem Projekt dieser Größe von gewissen Startschwierigkeiten aus. Inhaltlich wird Red Dead Online als ein Mix aus kooperativem und kompetitivem Gameplay angekündigt, der durch regelmäßige Updates erweitert wird. Und das hat ja auch bei GTA 5 schon ganz gut geklappt. Survival-Spiele sind ja meistens düster, dreckig und ziemlich brutal. Dass der Kampf ums Überleben auch eine Ecke harmonischer geführt werden kann, will Dayland-Macher Chibik beweisen. Bei Summer in Mara schlüpft ihr in die Rolle eines Mädchens, das sich auf einer lauschigen Insel den Aufgaben des Alltags stellt. Essen anbauen, Werkzeuge craften und das Schiff aufrüsten, um auch andere Inseln zu erkunden. Die kleine Kao hat alle Hände voll zu tun. Das klingt doch erstmal ganz nett und ist ja vielleicht nicht nur ein Fall für den Survival-Nachwuchs. Und weil ich letzte Woche im Urlaub so richtig schön relaxen konnte, habe ich jetzt ordentlich Power für einen extra langen News-Ticker. Und los!
Ausgeblutet. Capcom hat das hauseigene Dead Rising Studio im kanadischen Vancouver geschlossen. Liebeskiller. Laut der Seite The Daily Dot wurde 2018 bei jeder 20. Scheidung in Großbritannien Fortnite als Hauptgrund angegeben. Ganz schön athletisch. In der 60-jährigen Geschichte der Videospiele wurden bislang 123 reale Sportarten virtuell umgesetzt. Shopping King. THQ Nordic hat sich die Markenrechte an Alone in the Dark, Kingdoms of Amalur und Act of War gesichert. Angekündigt. Der nächste Teil der Geistersaugerei Luigi's Mansion soll 2019 für die Switch erscheinen. Ausgebrannt. Nobuo Uematsu, der jahrelange Haus- und Hofkomponist von Final Fantasy, zieht sich aufgrund von Überarbeitung für unbestimmte Zeit aus dem Musikgeschäft zurück. Ausgespielt. Ende 2019 stellt Sony die Herstellung der PlayStation Vita ein. Ein Nachfolger ist derzeit nicht geplant. Aufgebohrt! Die JRPG-Klassiker Grandia und Grandia 2 erscheinen nächstes Jahr ordentlich überarbeitet für Switch und PC. Neuauflagen alter Spielekonsolen stehen bei Fans wie Herstellern seit einiger Zeit hoch im Kurs. Jetzt springt auch Sony auf den lukrativen Trend auf. Am 3. Dezember kommt die PlayStation Classic für voraussichtlich knapp 100 Euro bei uns in den Handel. Gegenüber dem Original fällt die Schrumpfversion etwa 45% kleiner aus. Dennoch sind bereits 20 Titel vorinstalliert. Darunter Final Fantasy VII, Wild Arms, Tekken 3 und Ridge Racer Type 4. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind zwei kabelgebundene Controller der ersten PlayStation-Generation, die also noch ohne Analogsticks auskommen. Angeschlossen wird die Kiste via HDMI. Ein USB-Netzteil zur Stromversorgung wird ganz wie auch bei der Konkurrenz üblich nicht beiliegen. Schauen wir mal, ob die groben 3D-Spiele der alten PlayStation auch im 4K-Zeitalter noch Spaß machen. So, das war's dann auch von mir. Ich freue mich wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt News mit Krogmann. Ich sage tschüss, bis dann, ciao. Mit Forsaken ist mittlerweile der dritte DLC für Destiny 2 erschienen. Ja, endlich, muss man sagen. Denn sind wir mal ehrlich, die ersten beiden Teile hier mit Fluch des Osiris und Kriegsgeist waren eher so DLC-Häppchen. Schnell weg. Dem süchtigen Mob. Hier verlangt es nach mehr. Es erinnert mich alles so ein bisschen an Destiny 1 und hier König der Besonnenen. Nein, der Besessenen. Dem Bescheuerten. Richtig, ja. Und ob das Ganze jetzt aber wirklich funktioniert hat, das weiß Markus. König der Besessenen. Es gibt einen Grund zu feiern. Unser liebster Loot-Shooter Destiny 2 wird ein Jahr alt. Ein Jahr feinstes Alien-Geballer. Ein Jahr mit heißen Multiplayer-Schlachten. Ein Jahr voller Kritik und Kontroversen. Dabei klang zum Release von Destiny 2 alles noch so vielversprechend. Eine spannendere Spielwelt mit vielen neuen Aktivitäten sollte es geben. Mehr Fokus auf die Story und die Charaktere, eigene Clans oder auch eine Spielersuche für Endgame-Inhalte. Man habe auf Feedback der Community gehört und aus Fehlern gelernt. Das klang super. Ein paar Wochen später dann aber die Ernüchterung. Man hat so viele Sachen aus Destiny 1 rausgenommen, die eigentlich schon super funktioniert haben. Wir hatten plötzlich keine Private Matches mehr, das habe ich nicht verstanden. Es gab keine Heroic Strikes und deswegen auch irgendwie keinen Grund mehr, Strikes zu spielen. Man hat die ganze Zeit nur noch Events gemacht. Events, 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 Events. Und das war einfach lame. Es fällt eigentlich nicht überall Belohnung ab. Und so blöd, wie es klingt, du möchtest halt schon gern auch mal was dafür haben, wenn du was machst. Und dann waren auch noch alle Exotics und alle Waffen, die du bekommen hast, immer gleich. Also es gab gar keinen Sinn mehr. Wenn du eine Waffe einmal gefunden hast, gab es keinen Sinn mehr, die nochmal zu sammeln. Groß versprochen, dass jetzt keiner mehr vom Content ausgeschlossen wird, was Raids und Nightfalls angeht, aber letztendlich hat es doch nicht so funktioniert, wie sie es so wollten. Alles, was irgendwie motiviert hat zu grinden und was halt im Endgame für die Spieler wichtig war, das wurde aus unerkenntlichen Gründen einfach nicht übernommen. Damit aber nicht genug. Kurze Zeit nach Release entdeckten Spieler eine Drosselung für verdiente Erfahrungspunkte, wodurch sie weniger Destiny-Lootboxen erhielten. Laut Bungie ist das natürlich nur aus Versehen ins Spiel gerutscht. Der Verdacht, ungeduldige Spieler zum Geldausgeben zu verleiten, erhärtete sich. Dann kamen die ersten beiden DLCs und die Kritikwelle rollte weiter. Der Fluch des Osiris versperrte älteren Inhalt für Spieler ohne DLC und hatte sonst wenig Spannendes zu bieten. Die zweite Erweiterung Kriegsgeist machte zwar einiges besser, aber sonderlich gut war auch sie nicht. Grund genug für massig Spieler, Destiny den Rücken zu kehren. Jetzt soll die erste große Erweiterung Forsaken alles richten. Das lässt sich Bungie aber teuer bezahlen. Stolze 40 Euro kostet die XXL-Erweiterung. Dumm nur, dass ihr Forsaken nur spielen könnt, wenn ihr im Besitz der ersten beiden DLCs seid. Und das sind zusammen auch nochmal 40 Euro. Ziemlich uncoole Nummer. Alles schreit nach einer weiteren Talfahrt.
Dabei haben solche umfangreichen Erweiterungen seit Destiny 1 Tradition und kommen mit gewissen Erwartungen. Zu unserer Überraschung erfüllt sie Forsaken nicht nur, sie übertrifft sie auch. Da wäre zum Beispiel die Story. Bislang eher schnarchiges Beiwerk, spielen wir dieses Mal eine unterhaltsame Actionklamotte, die sogar den ein oder anderen emotionalen Moment hat. Ich will keine weiteren Freunde begraben. Sie beginnt im Gefängnis der Alten, wo ein ordentlicher Aufstand im Gange ist. Dann auf ins Gefängnis! Bei dem Versuch, wieder Ruhe in den Laden zu ballern, gerät euer Mentor und treuer Begleiter Kate Six in einen Hinterhalt und stirbt. Eine der coolsten und witzigsten Figuren einfach tot. Klar, dass euch das sauer macht. So sauer, dass ihr euch an diesen miesen Alien-Dreckschweinen rächen wollt. So beginnt die Jagd auf die 8 Übeltäter samt Emo-Anführer. Und das ist doch schon die ganze Handlung. Kein unverständlicher Weltraumquatsch mit Zeitreisen und Parallelwelten. Einfach nur Rache für einen toten Freund. Die Jagd auf die 8 Barone, wie sich die Alien-Schläger von Oberboss Aldrin nennen, sind auch spielerisch eine willkommene Abwechslung. Jeder Kampf hat einen besonderen Kniff, sei es eine Schlacht komplett mit Fahrzeugen oder mit gemeinen, als Loot und Munition getarnten Fallen. Die Gefechte fühlen sich so frisch an und bleiben in Erinnerung. Ebenfalls sehr angetan sind wir vom neuen Modus Gambit. Hier spielen zwei Teams gegeneinander, allerdings nicht direkt, sondern in zwei voneinander getrennten Arenen. Ziel ist es, möglichst schnell Gegnerwellen auszuschalten, um Partikel zu sammeln und in der Bank abzugeben. Sammelt man genügend Partikel, kann man nicht nur zusätzliche Aliens zu den Gegnern schicken, sondern durch ein Portal auch persönlich auf der gegnerischen Seite für Chaos sorgen. Das waren zwei. Die Mischung aus kooperativem und kompetitivem Gameplay macht echt Laune und bietet ordentlich Potenzial für taktische Finesse. Reichlich neuen Kleinkram gibt's natürlich auch wieder. 3 neue Superattacken zum Beispiel. Pro Klasse. Das sind 9 weitere Möglichkeiten, Alien-Ärsche zu Weltraumstaub zu verarbeiten. Oder unsere neue Lieblingswaffe, der Bogen. Damit beweist Bungie wieder mal, dass sie Waffendesign einfach drauf haben. Vom Trefferfeedback bis zu den Sounds, der Spacebogen ist einfach Hammer. Fupp, fupp, fupp. Ach ja. Eure neuen Spielzeuge könnt ihr auch direkt in den beiden frischen Gebieten austesten. Die Wirrbucht und die träumende Stadt. Mit letzteren hat Bungie das wohl bisher spannendste Gebiet geschaffen. Sie soll sich über die kommenden Wochen stets verändern und bietet auch jetzt schon massig Geheimnisse, neue Aktivitäten und Herausforderungen, an denen wir noch eine Weile knabbern werden. Vor allem sorgen aber eine Reihe neue, alte Features für frischen Wind. Das Waffensystem ist eines davon. Ihr habt jetzt mehr Freiheit in der Wahl eurer Ausrüstung. Eine Schrotflinte als Primärwaffe? Kein Problem. Oder vielleicht auch ein Scharfschützengewehr? In jedem Slot. Das fördert individuelle Spielstile und sorgt einfach für mehr Varianz. Genauso wie die Waffen an sich. Die sind wieder einzigartiger, denn Random Rolls aus Destiny 1 sind zurück. Konkret heißt das, dass jede Waffe zufällige Fähigkeiten besitzt. Somit ist es endlich wieder aufregend, neues Equipment zu bekommen und auf die perfekte Kombination zu hoffen. Ebenfalls zurück aus Destiny 1, Beutezüge. Die sind zwar im Detail nur kleine Popelaufgaben wie Gegner killen oder Weltraumblumen pflücken, aber so hat man das Gefühl, ständig etwas zu tun zu haben. Generell wird das Investieren von Zeit jetzt deutlich mehr belohnt. Egal, ob ihr lieber Aliens oder echte Spieler über den Haufen ballert, überall bekommt ihr nützlichen Loot, was jede Aktivität spielenswert macht. Selbst exotische Ausrüstung, also das Beste vom Besten, kann überall gefunden werden. Auch wenn das verdammt selten vorkommt, darf man so in jeder noch so kleinen Mission auf den nächsten Glücksfund hoffen. Dann wäre da noch das Highlight der Erweiterung, der neue Raid. Der ist dieses Mal so hart, dass eine Woche unerbittlicher Grind leider nicht mal unseren erfahrensten Hütern gereicht hat, um ihm wirklich gewachsen zu sein. Daher können wir nur sagen, er sieht sehr schick aus, ist sauhart und wird uns noch eine ganze Weile zur Verzweiflung treiben. Oh, Destiny 2, du hattest ein echt holpriges erstes Jahr. Zuerst die zahlreichen Fehlentscheidungen, dann die Skandale und die enttäuschenden Erweiterungen, all das hat dich langsam ausbluten lassen. Forsaken hat einiges aufzuarbeiten und das schafft es in vielen Aspekten. Klar, es gibt immer noch unschöne Dinge wie langweilige Nebenaufgaben, nervige Bugs und vor allem die dreiste DLC-Politik, aber Forsaken macht vieles richtig und hat unser gebrochenes Destiny-Herz zumindest notdürftig zusammengeflickt. Ich glaube, dass Forsaken der erste Schritt in die Rettung des Franchises war. Ich würde es sogar besser einstufen als The Taken King für Destiny 1, was ja schon als Super-DLC galt.
weil The Forsaken einfach so viel richtig macht, weil so viele schlechte Änderungen rückgängig gemacht wurden und weil es auch bis jetzt so viel Content bietet. Egal, ob du jetzt ein Event machst, ein Strike spielst, Crucible machst, Gambit spielst oder sonst irgendwas, ist eigentlich egal, du kriegst immer irgendwas, was du gebrauchen kannst. Es sind die Dinge drin, die ich in Destiny 1 mochte, die sind wieder da, das funktioniert alles super, es wurden so viele gute Entscheidungen getroffen und ich merke, meine Liebe ist wieder da zu Destiny und ich hoffe, dass sie diesmal ein bisschen länger anhält. Wenn sich Bungie auf die Probleme besinnt und auf die Community hört und da weiter die Arbeit macht, die sie jetzt in Forsaken angefangen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass Destiny 2 da nochmal einen zweiten Frühling auf jeden Fall bekommt. So, das war's jetzt. Ist gut jetzt. Haben nichts mehr. Ende. Schluss mit lustig. Tschüssikowski. Schluss mit Schlussstrich. Scheiße. Yes. Zickzack, die Sendung ist kack. Nein. Ich hasse dieses Scheiße immer, dieses Impro-Kack. Yes. Wieder schon reingehauen. Moin moin und hallo zu Game 2. Wie Tim. Ja, hallo. Ich hab's verpasst, wir alle haben's gemerkt. Und nicht nur ihr seid Demonstranten, auch ich bin eine Scheiße! Moin moin und hallo zu Game 2. Hoi! Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war voll gut gespielt. Also nicht gut. Scheiße. Moin moin und hallo zu Game 2. Da. Das machen wir gleich, machen wir ganz schnell. Jetzt. Okay, wenn ihr das so wollt, dann bin ich dran. Das war total schlecht. Das war richtig beschissen. Colin, bist du bereit, mit uns zu verschmelzen? Na klar, ja, du weißt ja, allein das ist schon... Oh Mann! Sorry, nochmal.